Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 12 Updates, 7 neuen Mods und 4 Fact Sheets. Es ist Freitag, Fact Sheet Friday, und zwar betreffend das Pomp and Hoses Pack. Falls du dieses noch nicht vorbestellt hast, dann kannst du dies gerne tun. Wenn du oben rechts auf das i klickst, wirst du dahin geführt, wo du das für PC kaufen kannst. Bevor wir mit der Mod-Vorstellung starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen den Zuschauern, die dabei waren gestern beim Livestream. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr informativ und es war sehr produktiv auch. Auch möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die mitgemacht haben, live auf dem Server. Wenn du mitmachen möchtest, dann schau dir das letzte Video an, damit du herausfindest, wie du dich anmelden kannst, um natürlich hier dann auch beim nächsten Livestream mitmachen zu können. Dieses Video wird präsentiert von Darius. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofgott bist. Wie immer starten wir erstmal mit den Updates, und zwar kommt das erste Update heute für die Karte Avontal, die ist vor ein paar Tagen herausgekommen, kommt von Missy B und Vulkan 95, Downloadgröße 43,49 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, korrigierte Platzierung des Gebäudes, schwedische Übersetzung hinzugefügt. Das nächste Update kommt für das Schwadmir-Pack von BC Bula, Downloadgröße 19,72 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Kollisionsproblem mit Conditioner behoben, verringertes Rutschen des Hacks beim scharfen Wenden, Kauf von Razer Bar Headen von Swather Kombinationen mit fehlenden Conditioner wurde behoben. Die Massey Ferguson M-Series von KRKZ Modding kriegt das nächste Update, Downloadgröße 19,8 MB in der Version jetzt von 1.3.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, das Hauptdirkor wurde geändert beim Massey Ferguson 5700M, Motoraufkleberfehler wurde behoben beim selben Traktor, fehlende Gitter in Animationsstellen behoben, Rundumleuchten geändert, kleine Fehler behoben. Weiter geht's auch mit einem Massey Ferguson, und zwar der 5600er Series von CNG Mods, Downloadgröße 23,59 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die Felgen wurden geändert, kleine Fehler behoben. Dann kommen wir zum John Deere 2410, das kommt von JA Modding, Downloadgröße 19,21 MB, jetzt in der Version von 1.2.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Probleme mit dem AI-Helfer gefixt. Wir kommen zum Update für das Junkari J16 und J18 von Farmari 99, Downloadgröße 52,63 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, texturlose Füllebene für den J18 JLV behoben, falsche Platzierung von Autozielknoten behoben, geänderte Moddesk-Version auf 69. Der Brandner TA16051XXL von Agrardesign Austria kriegt das nächste Update, Downloadgröße 7,65 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Korrektur Füllvolumen, Kennzeichen hinzugefügt. Die Werkzeughöhensteuerung für Schneidwerke von Didi Mod Passion kriegt das nächste Update, Downloadgröße 0,39 MB in der Version jetzt von 1.7.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verschiedene kleinere visuelle und funktionelle Korrekturen an Fahrzeugen. Dann kommen wir zu der Scheune mit Garage von Matej Mods, Downloadgröße 24,17 MB jetzt in der Version von 1.1.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Texturen verbessert, kleinere Korrekturen, Specular Mask hinzugefügt. Die Warenladung von Missy B kriegt das nächste Update, und zwar mit der Downloadgröße von 1,76 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, korrigierte Speichergrenze. Die Getreidemühle Plus von MacTrucker 921 kriegt das vorletzte Update für heute, Downloadgröße 3,7 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, aktualisierte Maisschrot-Texturen, es wurden Behälter für Maisschrot hinzugefügt, die auch im Laden gekauft werden können. Maiskörbe werden jetzt nicht nur im Silo gelagert, sondern auch produziert.
Hinweis: um Maisschrot im Silo zu lagern und keine Paletten zu produzieren, muss die Ausgabe im Produktionsmenü von Lagern auf Verteilen geändert werden, damit keine Maisschrotpaletten produziert werden. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, ungemahlenes Getreide aus dem Silo der Getreidemühle zu entfernen. Andere kleinere Anpassungen. Und damit kommen wir zum letzten Update, und zwar kommt dies für die erweiterte Ölmühle von Jumpfruit, Downloadgröße 4,94 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Sojaöl hinzugefügt, die Preise für Raps und Sonnenblumenöl wurden erhöht, Probleme mit dem Standard Ölpaletten auf den Konsolen behoben, Mod-Beschreibung überarbeitet, englische Bezeichnung korrigiert, von Maize Oil to Corn Oil, Fehler in französischer Übersetzung korrigiert, Problem mit Entladen der Paletten am Verkaufspunkt behoben, Baumwolle aus dem Verkaufspunkt entfernt. Und damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar heißt die erste neue Mod Massey Ferguson 6S Series von KRKZ Modding, Downloadgröße 21,47 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor standardmäßig mit der Leistung von 135 PS, wird Düna 6 geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 280 Litern, 30 Litern DEF, 55 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 7 Tonnen und kostet 125.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden zu Frontgewicht 170, 280, 390, 500, 610, 720, 830, 850 und einer Fronthydraulik. Dann gibt es die Reifenhersteller, die gewählt werden können zwischen Michelin, Continental mit Haas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich nicht durch wie immer. Standarddach gibt es als Standardvariante. Dann gibt es das GPS-Infrastrukturdach und dann gibt es das Dach mit GPS. Radversatz gibt es auch hier einmal Jahr, Jahr 2, 3 und zurück. Dann Frontladeanbau gibt es von Quickie und Hauer. Und dann gibt es bei der Motorenausführung für alle Motoren zwei verschiedene Versionen. Und zwar ist das die Düna 6 mit der 135er mit 135 PS. Dann die VT, das ist auch die mit 135 PS. Dann die 145 mit 145 PS, auch in beiden Versionen. Die 155er auch mit 155 PS, auch mit zwei Versionen. Dann die 165er auch mit zwei Versionen mit 165 PS. Dann gibt es die 180er, die gibt es nur in der Düna VT Version. Und das wäre dann auch alles gewesen von den Motorenausführungen. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Und die Designfarbe kann aus dieser Farbpalette gewählt werden und betrifft hier vorne das Lüftungsgitter. Damit kommen wir zum Lizard Fahrgassenbrecher. Dieser kommt von IJ Creative Design, Downloadgröße 4,47 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kam vor kurzem in einer Markenbezeichnung heraus und nun haben wir ihn auch in der Lizard-Version für alle Plattformen. Der wiegt 761 Kilo, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,60 Meter, 12 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und kostet knappe 7.600 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Mitas und Trelleborg. Dieser zweibeinige Untergrundlockerer wurde gemacht von Lizard. Er wurde entwickelt, um die Verdichtung auf dem Feld zu reduzieren, kann aber auch zum Markieren von Linien für Spritzen verwendet werden. Die nächste neue Mod heißt Frontgrubber, kommt von Dutch Modding Inc. und Yonpöft. Downloadgröße 4,06 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist praktisch natürlich vorne anzuhängen am Dreipunkt und damit kann vorne gegrubbert werden und hinter kann eine andere Feldarbeit ausgeführt werden. Der wiegt 1,4 Tonnen, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,50 Meter, 17 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet knappe 17.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die nächste neue Mod heißt Lizard Ballenwagenpack, kommt von Lazy E Modding, Downloadgröße 3,87 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und da zwar gibt es hier zwei Ballenwagen, einmal als Schwanenhals und einmal als normaler Anhänger. Wir schauen uns nur die eine an, die wiegt 1,2 Tonnen, 16 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 4.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Palette hier.
Das gilt natürlich auch für den Schwanenhals, der wiegt ein bisschen mehr, kostet auch ein bisschen mehr, sind 500 Euro mehr, aber ansonsten hat er dieselbe Funktion. Wir kommen zu der John Deere STS 70er Serie von SID Modding, Downloadgröße 35,92 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Drescher hier, dieser kommt erstmal mit einer Standardleistung von 230 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 945 Litern, 32 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Das Tankvolumen für das Erntegut liegt bei 10.603 Liter, wiegt knappe 20 Tonnen und kostet 162.000 Euro. Der Korntankaufbau kann in verschiedensten Versionen gewählt werden. Einmal Standard Brasilien, Abdeckung Brasilien, Maurer, Tip-Up, Maurer statisch, Crary Big Top, statische Korntank werkseitig und so weiter und so fort. Die Reifenherstellungen können gewählt werden zwischen Mitas und Michelin. Bei den Reifenvarianten gibt es verschiedene Versionen. Da gehe ich einmal ganz kurz durch. Gibt es vorne Doppel- oder Zweirad und so weiter. Da gibt es verschiedenste Varianten. Dann gibt es die Möglichkeit, ein CB-Radio einzubauen. Und zwar ist das hier vorne. Dann Auspuff gibt es hier oben. Gibt es 5 verschiedene Versionen in Chrom oder Schwarz. Verschiedene Positionen und Formen. Rundumleuchten gibt es ja oder nein. Da gibt es nichts zu wählen. Warndreieck gibt es auch, und zwar hinten wird das angebracht. Green Star wird vorne über der Kabine angebracht, einmal ja. Dann gibt es Nummern, um das irgendwie zuzuweisen an einer Flotte. Da gibt es hier die Nummern zwischen 1 und 6. Hintere Kupplungen gibt es entweder nein, dann Standard. Dann gibt es eine statische Anhängervorrichtung links und die Zentrale. Motorenausführung gibt es die 9470er mit 230 PS, die 9570er mit 265 PS, die 9670er mit 305 PS, die 9770 mit 360 PS. Dann gibt es noch die 440er PS Version, und zwar ist dies die 9870. Das Entladerohr kann gewählt werden von der Länge von 5,60 m, also 18,5 Fuß, dann 6,9 m, 22,5 Fuß und dann gibt es davon eine klappbare Version und dann gibt es noch die 26 Fuß Version, die ist nicht klappbar. Die ist also 7,9 Meter. Die hintere Achse kann verbreitert werden, ja oder nein. Häckslerabdeckung gibt es die Standard-Häckslerabdeckung. Dann gibt es Standard-Powercast-Verteiler und zurück zu der Standardversion. Das war es zu diesem Drescher. Ein sehr dickes Paket, wie man sich gewohnt ist von SID Modding, ist natürlich auch hervorragend ausgearbeitet worden. Jedes Detail ist wunderschön. SID Modding, danke nochmal. Du machst immer ganz tolle Sachen. Damit kommen wir zum New Holland TC59. Natürlich auch ein Drescher kommt von Schleudius Modding und JV3D Modding. Downloadgröße 36,44 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Drescher kommt als Pack daher mit einem Schneidewerkswagen und dem Schneidewerk. Der Schneidewerkswagen kostet 4.500 Euro. Und das Schneidewerk, was wir bekommen, ist das Superflex 23. Hat eine Arbeitsbreite von 7,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 42.500 Euro. Seitenaufkleber können gewählt werden zwischen neu oder keinem oder die Originalversion. Warnung gibt es auch hier entweder Modell, Modell 2, Modell 3 oder zurück zum Original. Also da verändert sich nicht viel. Die Haspel kann zwischen alt und neu gewählt werden. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus diesen drei verschiedenen Gelbtönen und die Haspelfarbe natürlich ebenso. Dann kommen wir zum Drescher an sich. Der hat eine Leistung von 225 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 670 Litern, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Der Korntank nimmt 7000 Liter auf, wiegt 15,5 Tonnen und kostet 195.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, Michelin, Metas, BKT, Continental und Trelleborg. Bei der Lizard-Varianten gibt es hier bei den Reifenvarianten auch die Möglichkeit, ein Bandlaufwerk zu verwenden. Dann gibt es die Seitenaufkleber Original, Vorderseite, dann kommt hier vorne das drauf. Und neu, das sind diese drei Versionen. Heckaufkleber gibt es auch Original, Name und Logo,
Dreieck, Name und Dreieck und so weiter und so fort. Aufkleberabdeckungen gibt es auch noch, und zwar ist das die Abdeckung hier an der Seite gemeint. Das ist Hydro Plus, All Terrain und die Originalversion. Scheiben gibt es in verschiedenen Versionen, einmal Original, Neu, Mittel, dann Dunkel und dann die gebrauchten. Rundumleuchten gibt es Vorderseite, das ist dann hier vorne, Rückseite und natürlich an der Seite. Feuerlöscher gibt es hinten entweder links, rechts oder beidseitig. Rückfahrsound kann man einschalten, ist natürlich das Gepiepe, wenn man den Rückwärtsgang drin hat. Dann gibt es den Sitz, den kann man haben in verschiedenen Ausführungen, entweder in Leder und zwar in drei verschiedenen Farben. Und natürlich auch noch als Gewebe kann man auch in verschiedenen Farben haben. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus derselben Gelbpalette, die wir schon gesehen haben. Und natürlich auch die Getreidetankfarbe, die kann auch geändert werden. Der kann dann hier entsprechend schwarz oder gelb sein. Die Felgenfarbe hat, haben wir dieselben Farbpaletten. Zusätzlich dem Weiß. Das ist das, was wir hier zu haben. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar ist das das Storinator Lager Silo. Kommt von Gamer Designs. Downloadgröße 9,47 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Silos. Gebäude und Silos ist dieses hier. Kostenpunkt zum Platzieren 10.000 Euro. Das Fassungsvermögen liegt bei 300.000 Litern. Die Modbeschreibung spricht von 30.000 Liter, fand ich ein bisschen wenig, aber 300.000 Liter ist doch gar nicht so schlecht. Hier werden alle Standard-Schüttgüter aufgenommen, zusätzlich natürlich auch Hackschnitzel. Alles andere, also Flüssigkeiten, werden hier nicht angenommen. Und dann kommen wir zu den Factsheets, die heute herausgekommen sind. Und zwar betrifft dies natürlich das Pumps and Hoses Pack von Creative Mesh. Das kommt am 27. September raus. Und wird einiges Neues in den LS reinbringen. Wir schauen uns diese vier Factsheets an. Einmal sehen wir hier den Lizard Drive-On Bunker. Ist natürlich gedacht, um den Bunker reinfahrend zu füllen. Das heißt, man muss das nicht immer oben reinkippen und so weiter, kann er sie direkt reinfahren. Preis 179.000 Euro, Fassungsvolumen ist 115.000 Liter. Concrete Peak, also dieses dieses dekorative Element, Kostenpunkt 250 Euro und kann dann einfach entsprechend platziert werden. Das nächste Factsheet zeigt den Skouten FTH-230, ist eine Rolle, wo man Schlauch draufwickeln kann, kostet 28.500 Euro, ist 0,4 Kilometer lang, also 400 Meter und wiegt 1,4 Tonnen. Dann haben wir den Skouten SPC-1230, das ist also der Düngereinspritzer, der wiegt 2,1 Tonne, hat eine Arbeitsbreite von 12 Metern, kostet 58.500 Euro, braucht 70 PS und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Das nächste Factsheet zeigt das BVL V-Biokombi 1S. Das ist natürlich ein Bunker, wo man Material für die Biogasanlage reinpacken kann. Kostenpunkt 136.500 Euro und das Fassungsvolumen liegt bei 60.000 Liter. Dann gibt es ein dekoratives Objekt, das ist dann was, eine kleine Gasfackel, wo dann überflüssiges Methan verbrannt wird. Kostenpunkt zum Platzieren 16.400 Euro. Und als letztes Factsheet haben wir den Skouten AC115, das ist der Kompressor, der die Druck aufbaut. Der kostet 29.950 Euro und wiegt 980 Kilo. Dann der Kompressor treibt natürlich die Pumpe an und das ist die Skouten PU100. Die wiegt 1,1 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 300 Meter. Ich glaube, das ist je nach Druck, das heißt, er kann bis zu 300 Meter Druck herstellen. Dann haben wir hier den Preis von 20.500 Euro und der braucht 160 PS. Also der braucht schon einiges an Leistung. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Heute ist einiges passiert, also viele Updates, einige Mods und natürlich die Factsheets. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob euch das Pump and Hoses Pack gefällt, ob ihr das holt. Falls ja und es noch nicht geholt habt, dann überlegt es doch, über uns zu kaufen. Damit könnt ihr dem Kanal etwas Unterstützung zeigen, indem ihr den Link, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, dazu benutzt. Damit könnt ihr dem Kanal helfen, ein bisschen finanziell vorwärts zu kommen.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Möchtest du keine weiteren Mod-Videos und auch keine anderen Inhalte auf dem Kanal verpassen, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Werde doch Mitglied, wenn du den Kanal irgendwie und sonst unterstützen möchtest. In diesem Sinne würde ich sagen, war es für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Erholt euch, tankt Kraft auf für die nächste Woche. In dem Sinne sage ich Happy Weekend und danke, tschüss und hasta luego.